So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist traurig, aber der dicke Iswo ist nicht mehr da, der ist nämlich heute gegangen, heute am Ostermontag hat er mich verlassen, die Beziehung beendet und das tut mir natürlich in der Seele weh, aber kein Problem, denn wir haben in den paar Tagen noch ein paar Sachen auch gefilmt, auch ein Musikvideo gedreht und das werden wir, wenn es fertig ist, auch auf diesem Kanal mit veröffentlichen, dass ich da noch ein bisschen mal Einblick habe, vielleicht auch ein Making-of-Video davon, hochballern. Und es ist so viel passiert natürlich schon wieder die letzten Tage, auch an neuen Infos, an neuen Dingen, wo ich gar nicht dazu kam, das rauszuhauen, weil wir immer zu unterwegs waren oder betrunken unterwegs und auf Raid-Touren und Essen und auswärts und inwärts und überall und Wrestling musste man ja auch noch gucken den ganzen Tag. Und es war auf jeden Fall wieder eine richtig gute Zeit. Aber wir wollen noch mal kurz anmerken, was natürlich wichtig ist als Info. Meltan kommt zurück, aber nicht das normale, sondern das Shiny Meltan, das schillernde Meltan kommt zurück und ihr habt nochmal die Gelegenheit, wer noch keins bekommen hat, euch ein schillerndes Meltan zu angeln. Vom 24. April bis zum 5. Mai habt ihr also die Gelegenheit, könnt wieder Pokémon auf die Switch transferieren und dann ein Meltan aus der Wunderbox bekommen, was Shiny sein kann. Ist nicht garantiert, aber wer sich da ein paar Boxen holt, da ist auch die Zeit dann wieder geringer. Ihr müsst nicht 7 Tage warten, sondern 3 Tage. Alle 3 Tage könnt ihr euch dann also wieder ein Meltan, eine Meltan-Box holen. Und Markus, seine Switch liegt immer noch hier rum. Er hat die immer noch nicht geholt. Wie gesagt, erst habe ich seine Switch bekommen, dann seinen Account, dann sein ganzes Leben. Und ja, das war eigentlich diese Info. Und was noch richtig genial war, die Tickets bzw. die Ticketregistrierung ist offen. Man hat jetzt die Möglichkeit, bis zum 24., also ich glaube 2 Tage lang, könnt ihr euch jetzt registrieren, aber nicht für Dortmund, sondern für Chicago zum GoFest. Dieses Jahr könnt ihr euch da Tickets ordern bzw. in die Lostrommel reinwerfen und wenn ihr gezogen werdet, habt ihr die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen, was ungefähr wahrscheinlich 22 Euro oder so kosten würde. Und ihr könnt noch 4, also 3 Freunde oder 4 Freunde angeben. Ihr habt die Möglichkeit, also 4 Tickets zu kaufen. Wenn ihr also gezogen werdet, könntet ihr mit 3, 4 Freunden dorthin gehen und zusammen mit denen das Fest besuchen, dort spielen. Also richtig gute Sache. Und viele Seiten haben jetzt auch dazu schon was veröffentlicht. Und wir wollen jetzt auch mal direkt ins Spiel reingucken und mal schauen, wie das aussieht. Wollen uns auch einfach mal in den Lostopf werfen. Ist zwar unwahrscheinlich, dass man darüber fährt, aber für Dortmund wird das ja auch so ablaufen. Und dann können wir natürlich mal sehen, wie das ist, wenn man sich für Dortmund registrieren will, dass man jetzt im Prinzip schon mal übt, jetzt schon mal weiß, wie das abläuft. Ihr geht also normal in euren Startbildschirm, drückt auf euren Pokéball und habt jetzt neu diesen Button Events dabei. Da könnt ihr dann ein Event auswählen, was gerade läuft. Hey, sogar auf Deutsch, alle anderen haben das immer nur auf Englisch gehabt irgendwie. Zeichnung eingeben und das seht ihr am 13. Juni, das Pokémon Go Fest in Chicago, Zeichnung eingeben. Da drücken wir mal drauf. Und da steht nochmal eine Info dazu, erkunde Pokémon Habitat im legendären Grand Park, Grand Park in Chicago. Lauter Zeugs, das könnt ihr euch natürlich durchlesen, das habt ihr alle bei euch. Weitere Informationen noch auf der Veranstaltungswebsite und wir geben nochmal Zeichnung eingeben. Willkommen, Eiwaschaf, steht ja dann da. Bestätigen Sie Ihre E-Mail, um die Zeichnung einzugeben. Zeichnung eingeben, die E-Mail ist im Prinzip automatisch schon drin, die ist ja an euren Account geknüpft. Könntet euch also ummelden auf einen anderen Account und da einfach nochmal durchdrücken, dass ihr da auch im Prinzip eine Zeichnung eingebt. Warum auch immer Zeichnung, keine Ahnung, was sie da haben. Auf jeden Fall steht das jetzt so drin. Wir drücken mal drauf, dann müssen wir nochmal bestätigen. Sind Sie sicher, dass dorfmonster@gmx.net die richtige Adresse ist, um Sie zu kontaktieren? Diese E-Mail kann nicht geändert werden, nachdem Sie die Zeichnung eingegeben haben. Fortsetzen. Zeichnung eingetragen. Nach Ablauf der Frist senden wir den Gewinnern eine E-Mail, sobald sie ausgewählt sind. Die Gewinner werden in Wellen ausgewählt und es kann einige Tage dauern, bis alle Tickets beansprucht sind. Erledigt. Bam.
Und dann seht ihr natürlich noch die Benachrichtigung, Zeichnung eingetragen. Glückwunsch! Das war's eigentlich schon und das ist also richtig easy, richtig einfach und kann jeder also machen. Und jetzt braucht ihr nur noch etwas Glück, dass ihr ausgelost werdet und dann die Möglichkeit habt, so ein Ticket zu kaufen. Was damals nämlich richtig doof war für Oberhausen bei einer Safari-Zone, das war zwar kein Go-Face, aber eine Safari-Zone, wo es hieß, um 13 Uhr wird auf der Seite das Anmeldefenster freigeschalten. Es gibt so und so viele Tickets und die ersten so und so viele Leute, die sich da registrieren, bekommen eins. Ich bin da extra also auf der, wie gesagt, in der Pause, also habe Pause gemacht extra um die Zeit, bin in den nächsten Raum, hab gesagt, gut, ich gehe jetzt da auf die Seite, ich drück, melde mich schnell an. Und schon als ich die Seite aufrufen wollte, ist der Server so zusammengestürzt, weil einfach so ein Andrang dort war. Ihr musstet neu laden, ihr musstet neu hin und dann kam als erstes schon die Benachrichtigung, Registration schon abgeschlossen, beziehungsweise nicht mehr möglich, da eben alle Tickets schon weg sind. Also das war richtig doof, dass das eben so gemacht war. Alle sind da drauf, alle haben sich da drauf gestürzt und ihr hattet eigentlich gar nicht die Möglichkeit mitzumachen. Es gab irgendwie einen Fehler, dass vorher aus Versehen schon ein Stück von der Adresse bekannt war, auf welcher Seite man das machen kann. So haben Leute schon 10 Minuten vorher, sind einfach auf die Seite, haben sich in Ruhe eingetragen, haben dann ein Ticket bekommen, haben die anderen ausgelacht, die wirklich gewartet haben bis 13 Uhr, bis der Link freigegeben war und man den veröffentlicht hat. Also das ist natürlich auch wieder eine miese Nummer. Aber hier ist es jetzt für alle gleich. Jeder kann da rein in seinen Account, kann sich da anmelden, kann sich da eintragen und braucht nur noch Glück, dass man gewählt wird. Ja, und das war alles. Für Dortmund wird das eben also auch so laufen. Aber ich habe ja schon gesagt, selbst wenn ich für Dortmund kein Ticket bekommen würde, würde ich trotzdem nach Dortmund fahren, denn das Hotel ist ja schon gebucht. Bis zu 4 Personen können wir da rein. Und entweder nehme ich Pupsi und Isbo mit, vielleicht wollte der Alex noch mit, oder wenn Alex nicht mitgeht oder bei Pupsi das nicht klappt, Isbo und so wird auf jeden Fall dabei sein. Der D-Nice hat sich jetzt erkundigt, der wollte vielleicht mal vorbeikommen, weil das bei ihm ganz in der Nähe ist. Können wir da vielleicht auch was regeln, aber das ist noch ein bisschen hin. Jetzt erstmal das und wir gucken mal, ob da was passiert, ob da nichts passiert. Wenn ich was weiß, melde ich mich auf jeden Fall, obwohl in meinem E-Mail-Postfach geht eh immer alles unter und ich kriege gar nichts mit. Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch euch registriert oder lasst ihr lieber die Finger davon, weil das schwachsinnig ist, wenn ihr da eh nicht hinfahren könnt. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.